Servus, moin, grüßt euch. Heute möchte ich die Sitzplatte fertig machen und würde das gern mit euch zusammen machen. Und ich habe bereits vorgearbeitet. Und zwar, wie man hier sieht, habe ich ganz normalen Stahlstab genommen, 15 Meter Durchmesser. Und habe den zurechtgeschnitten, da ein Loch reingebohrt. Wundert euch nicht, warum das nicht mittig ist. Das ist Absicht. Hier habe ich auch schon die Platte vorbereitet mit den Schweißpunkten, wo das Teil dann hinkommt. Und vorher muss ich auf jeden Fall erstmal einen Karton aufmachen. Beziehungsweise ich habe es zwar schon geöffnet, aber noch nicht, also gar nichts ausgepackt, nur oben reingeschaut. Und genau, das machen wir jetzt gleich zusammen. Das legen wir erstmal zur Seite. Amazon Paket, how are you, blядь? Ja, auf die Terrasse ablegen. Ja, wie ihr seht, das ist ein WIG-Schweißgerät plus Plasmaschneider von der Firma Stahlwerk. Ist jetzt keine Werbung, das habe ich mit meinem eigenen Geld bezahlt und krieg dafür nichts. Ich habe natürlich noch einige Sachen dazu bestellt. Das hat Stahlwerk beigelegt als ein kleines Präsent. Also ich habe mir jetzt einmal Edelstahl und einmal Stahlzusatz dazu bestellt, damit ich gleich anfangen kann. Dann habe ich hier noch ein kleines Set mit den verschiedenen Kappen und so weiter. Das habe ich natürlich auch dazu bestellt. Hier habe ich noch Wolfram-Elektroden, die auch mit dabei waren. Das ist das Zubehörset. Hier ist einmal der Schlauch für MMA. Den Schlauch werden wir jetzt gleich brauchen. Hier sind einmal die Schnellkupplungen. Ein kleiner Beutel, Luftschlauch. Das brauchen wir auch. Das ist der Druckminderer für den Plasmaschneider. Das ist anscheinend eine Werbung. Und hier ist einmal das WIG-Schweißgerät. Das ist ziemlich klein. Das war auch mein Plan, weil ich wollte unbedingt ein kleineres Gerät haben und nicht so ein Oschi, Alter, wo zu viel Platz einnimmt. Hier den WIG-Schlauch-Adapter und so weiter. Und holen jetzt mal das Gerät raus. So schaut das gute Stück aus. Schaut sehr klein aus, perfekt für meine Zwecke. Könnte man sogar auf dem Tisch stehen lassen, würde keiner bemerken. Ich baue mal das Ganze zusammen und dann fangen wir das Schweißen an. So, wir sandstrahlen jetzt einmal zur Reinigung die Platte und einmal den Halter. So, nun ist das gute Stück sauber. Das Stück wird jetzt nochmal sauber gemacht und dann geschweißt. So, ich habe jetzt den Halter an die Platte geschweißt. Es ist jetzt nicht der schönste Halter, aber er muss ja nicht optisch schön sein. Er muss nur halten können und in dem Fall wird er auf jeden Fall halten. Ich habe jetzt keine Schraube da, jetzt habe ich provisorisch mal einfach einen Imbusschlüssel daran gemacht und ja, es hält, passt, sitzt und hält. Jetzt pulver ich die Platte noch und dann ist sie fertig. So, wir bereiten jetzt kurz das Stück fürs Pulvern vor. Zuerst wird das mit einem Silikonentferner sauber gemacht. Das ist schon mal fertig. Jetzt brauchen wir einen Haken.
Dieser Haken ist aus Kupfer und er ist besser stromleitend, damit das Stahl das Pulver besser anzieht. Soweit ist das Stück jetzt vorbereitet und es könnte jetzt eigentlich schon gepulvert werden. Es müsste aber vorher kurz in den Ofen für 10 Minuten und dann tun wir das Pulver drauf. So ein Temperaturmesser ist auch ziemlich wichtig beim Pulvern. Das hier ist die Pulverpistole, die habe ich schon ziemlich oft benutzt, deswegen ist sie schon ein bisschen eingestaubt. Das ist eine elektrische, keine Luftpistole, habe ich so für 180, glaube ich, gekauft gehabt mit einem Koffer. Es ist in Ordnung. Also zu der Zeit, als ich sie gekauft habe, hatte ich noch keinen Kompressor. Deswegen habe ich mir eine elektrische geholt, aber ich behalte die jetzt auch erstmal, weil ich ziemlich zufrieden bin mit dem Teil. Ich habe schon auch für ein paar Freunde ein paar Sachen gepulvert. Alle waren immer top zufrieden. Ist ein geiles Teil auf jeden Fall. Wichtig beim Rausholen des Teils, immer eine Zange benutzen. Ich glaube, so blöd ist keiner, dass er seine Finger benutzen würde beim Rausholen des aufgewärmten Stücks. Ach, warte mal. Wir testen erstmal, wie warm es ist. Also ich sag mal, 120 Grad würden jetzt erstmal ausreichen. Es sind sogar 140 Grad. Also holen wir das Teil jetzt erstmal raus. So schaut's aus. Das ist meine Pulverkabine. Die habe ich selber gebaut. Hier zwei Lichter angebaut, hier eine Stange rangebaut, damit ich hier die Teile aufhängen kann, die ich pulvern muss. Eine Absaugung, die nicht wirklich funktioniert, weil die nicht wirklich absaugt. Aber ich bin mit der Pulverkabine an sich zufrieden. So für den Heimgebrauch ist es mehr als in Ordnung. So, jetzt hängen wir die Klemme an das Stück, hängen die Pistole ans Kabel und sind eigentlich jetzt schon ready zum Pulvern. Eine Seite ist jetzt fertig. Wir drehen das gute Stück um. So. Und der Halter ist jetzt nun fertig, damit wir den in den Ofen tun können. Und dann schauen wir uns das Ergebnis an. Noch eine Minute, dann holen wir das Stück raus. Insgesamt muss man das Werkstück immer 20 Minuten drin lassen. Dann ist das Pulver ausgehärtet und... Mega geil! Also wir können es jetzt schon rausholen. Zack. Das Teil glänzt. Wenn es jetzt noch getrocknet ist und ausgehärtet ist, wird es auf jeden Fall noch ein Stückchen glatter. Sieht auf jeden Fall ganz geil aus. Und ich würde sagen, wir sind fertig. Dann geht's gleich ab zum Bike montieren und das war's, ne? Da ist das gute Stück. Oh mein Gott! Wow! Das muss jetzt kein Schönheitswettbewerb gewinnen. Also an sich schaut es doch ganz in Ordnung aus. Ja, ich würde jetzt mal sagen, ab zum Bike. Und wir sind back in der Garage. So, jetzt bauen wir mal die Platte und den Sitz provisorisch mal ran. Schaut auch ganz gut aus. Natürlich kommen da andere Schrauben noch rein. Ist jetzt nur rein provisorisch. Ja, moin. Natürlich, Junge. Das klappt so nett. Dann machen wir doch mal wieder provisorisch einen Imbusschlüssel rein. Zack. Bam, sitzt, Alter. Sitzt doch perfekt, Junge. Was sagst du dazu, Mann? Auf jeden Fall sitzt wie angegossen, sitzt fest. Dann schrauben wir noch den Heckfender mit dran und dann ist die Sitzplatte eigentlich schon fertig. Das war's jetzt mit dem Video. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.